Wir haben hier ein Porträt und es ist gespiegelt. Es zeigt also so ein bisschen die, wenn man eine Gesichtshälfte spiegelt, die männliche und die weibliche Hälfte, habe ich ja im letzten Modul gelernt von einem Teilnehmer sozusagen. Und ich muss jetzt mal kurz die Ebenen einblenden. Jetzt bricht, da sehen Sie so. Also, wir haben jetzt, sehen Sie die eine Hälfte und ich nehme mal das Auge raus und dann sehen wir die andere Gesichtshälfte. Und man kann eigentlich sagen, dass das hier wahrscheinlich die männliche Hälfte ist und das hier eher die weiblich ausschauende. Fand ich ganz faszinierend. Und das ursprüngliche Porträt war dieses hier. Und genau das will ich mal kurz vormachen, wie man das macht. Also dieses Porträt ist das eigentliche Original gewesen. Die männliche Hälfte und die weibliche Hälfte. So, wie macht man das jetzt? Also erst nochmal löschen. Zunächst einmal habe ich mir eine Hilfslinie in die Mitte gesetzt. Also unter Ansicht Hilfslinien, neues Hilfslinienlayout. Da habe ich also zwei Spalten, keinen Abstand und keinen Rand. Und dann habe ich die Hilfslinie damit sozusagen in der Mitte. Aus der Hintergrundebene muss ich eine Ebene 0 machen, per Doppelklick. Drauf brauche ich nicht mehr. Jetzt komme ich in die Effekte rein. Aber wenn es eine Hintergrundebene ist, mache ich einen Doppelklick, dann habe ich hier eine Ebene 0. So. Und dann kann ich mit dem Verschieben-Werkzeug hier oben das natürlich noch so schieben, dass die Nase also wirklich da genau in der Mitte ist. Kann man auch mit den Pfeiltasten auf der Tastatur, Pfeiltasten nach rechts, schiebt das Ganze nach links. Pfeiltasten nach oben. So kann ich das also jetzt hier in die Mitte schieben. Weil das ist ja nicht gesagt, dass das fotografierte Bild nun hundertprozentig hier in der Mitte sitzt. Das muss ich natürlich dann noch machen. Den Rest kann ich dann hier auch auswählen. Also falls hier ein Rand fehlt, zum Beispiel, wenn ich jetzt viel geschoben hätte, würde ja hier ein Rand fehlen, dann würde ich den auswählen. Also ein bisschen grob drüber gehen hier mit dem Auswahl-Rechteck-Werkzeug. Und dann habe ich ja hier unten diese generative Füllung. Das ist diese kontextbezogene Menüleiste, die finden wir hier unter Fenster. Kontextbezogene Taskleiste, so heißt sie. Und die kann man auch ausmachen. Die ist neu, die gibt es erst seit 2024, Photoshop. Und jetzt kann ich hier die generative Füllung einfach aktivieren. Also draufklicken. Und auf Generieren. Ich fülle es nicht aus, weil ich will ja hier keinen anderen Inhalt drin haben. Das ist KI-basiert, die Füllung. Ich sage Generieren und dann muss ich nur warten und dann wird das halt inhaltsbasiert gefüllt. Kleiner Geheimtipp, man kann so auch Wasserzeichen wegzaubern. Was man natürlich nicht darf, aber man kann es. Und Adobe ist dann damit ja fast dabei, sich selbst abzuschaffen. Also die Adobe Stock Wasserzeichen kann man mit der generativen Füllung der neuen Adobe-Erfindung fantastisch wegbekommen. So, jetzt reduziere es auf die Hintergrundebene, also die beiden Ebenen. Die Füllungsebene und diese Ebene 0 reduziere ich jetzt hier auf die Hintergrundebene. So. Und aus der mache ich aber wieder eine Ebene 0. Mit Steuerung J dupliziere ich die für die Gesichtshälften sozusagen. Und jetzt nehme ich das Auswahlrechteck, ziehe das hier von der Hilfslinie an. Rüber über die Hälfte und gebe dieser Ebene jetzt, diesem Bereich, eine Maske. Also hier auf das Maskensymbol. Und wenn ich die mal ausblende, habe ich damit sozusagen den Bereich ausgeblendet. So, mit Steuerung J kann ich die duplizieren und über Bearbeiten, transformieren, horizontal spiegeln. Habe ich meine Spiegelung dieser Gesichtshälfte. Und dann sieht man das eigentlich sofort, ob das die männlichere oder die eher weiblichere Gesichtshälfte ist. Hier ist der Hals irgendwie viel dicker und also irgendwo, auch wenn es ist zwar dunkler, man müsste es natürlich aufhellen, wenn man es jetzt mit dem anderen genau vergleichen will. Das war nur der Schattenwurf, aber ansonsten, ja. So, jetzt mache ich mal eine Kopie davon mit Steuerung J und mit Steuerung und I. Beziehungsweise Bildkorrekturen
umkehren, da steht's. Apfel I, ich bin jetzt am Mac, aber Steuerung I am PC. Kehre ich sozusagen die Maske einfach um. Und damit wird jetzt sozusagen genau die andere Hälfte ausgewählt, an der Gesichtshälfte. Und die spiegele ich jetzt auch nochmal. Achso, ich muss ja erst eine Kopie machen, ja. Also Steuerung J, bearbeiten, transformieren, horizontal spiegeln. Und dann habe ich jetzt diese Hälfte. Habe jetzt also vier Ebenen, zwei für die weiblichen beiden Hälften sozusagen, also und zwei für die männlichen. Die kann ich ja dann in eine Gruppe stecken, Steuerung G in eine Gruppe und die hier dann auch in eine Gruppe, Steuerung G. Und dann habe ich eben so die eine gespiegelte Hälfte und so die andere. Ist wirklich beeindruckend, ja, und das kann man natürlich mal mit sich selber ausprobieren, seinem eigenen Porträt. Schon eine spannende Sache und eine gute Anfängerübung in Photoshop. Jo, viel Spaß!